Ja, mein Name ist Thomas Ecker, ich bin Tonmeister von Beruf und bin schon also beim Kulturverein von Beginn an schon involviert. Wir haben am Anfang gemeinsam eben den Saal konzipiert, die Akustik abgestimmt und die Tontechnik abgestimmt. Und es war damals schon die Idee, diesen Saal auch für Aufnahmen herzurichten und vorzubereiten. Das haben wir jetzt auch mit dem Projekt geschafft und damit zeigen wir auch, dass das ein Tonstudio ist und dass man da aufnehmen kann. Vom Aufnahmesystem schaut es so aus, ideal ist es, wenn man einen eigenen Regieraum hat, der akustisch getrennt zum Aufnahmeraum ist, ja, so dass man die Aufnahme gut beurteilen kann. Und dazu gibt es eine Tonverbindungsleitung zwischen dem Veranstaltungssaal und dem Backstage-Bereich der Musiker. Und das Aufnahmesystem ist ein Mehrspuraufnahmesystem, das heißt, es gibt dann in der Nachbearbeitung die Möglichkeit, auch noch die Aufnahme zu mischen und auch zu optimieren und abzustimmen noch tontechnisch. Ja, können wir das mal machen? Entschuldigung, können wir das gleich mal machen? Das war am Anfang nicht ganz. Entschuldigung. Zwei Takte jetzt vor der Stelle, wo wir aufgehört haben. Da war irgendwas nicht richtig in der Harmonie mit der Quetschen zusammen, mit der Steirischen. Könnt ihr das nochmal überprüfen, bitte? Ich hab's jetzt eigentlich erklärt, ein Vorhalt hat nicht ganz passt, wenn du gespielt hast. Kannst du das nochmal spielen, die gleiche Stelle nochmal auschecken, bitte? Also einfach nochmal Harmonie. Die Arbeit ist super, es geben sich alle sehr große Mühe und es macht dann Spaß. Gut. Okay, zweiten Tag im Einsatz heute. Wie schaut es aus für die Künstler? Wie sind es drauf, die Leute? Ein super Projekt. Die Musiker sind sehr gut vorbereitet und es macht dann Spaß, okay, die Aufnahmen zu machen. Wie viel steht noch bevor jetzt? Wir haben jetzt noch zwei Musikgruppen. Heute am Nachmittag noch und die Schwegelmusi, oder wie heißt die? Sonnberger Schwegelmusi. Und am Sonntag noch die Krasteldirndln. Okay. In ähnlicher Form schon irgendwas einmal aufgenommen so auf die Art? In dieser Form nicht, aber mit Volksmusik generell schon, hatte ich schon einiges zu tun. Ja. Und die Erfahrung ist da in erster Linie im Live-Bereich, ja, was Live-Mischungen betrifft. Okay. Das heißt, die Künstler sind auch brav vorbereitet und spielen fleißig ein. Genau, es funktioniert wunderbar, ja. Okay, danke, ich kenne mich schon aus. Ja. Ich kenne mich schon aus. Der Fehler war nicht die Quetschen, tut mir leid. Die Posaune sind halbtonstief bei den Tiefen. Glaube ich. Das hat mich, glaube ich, irritiert. Genau, der Bam, Bam, der passt nicht ganz. Den spielst du tiefer an und dann ziehst du ihn auf. Ja, super, genau, perfekt. Genau so machen wir es. Gut, gleiche Stelle. Ja, ich bin ein wenig lästig jetzt. Es ist noch immer nicht ganz in Ordnung gewesen. In der Posaune, der tiefste Ton irgendwo. Du hast noch Schwierigkeiten, gell? Passt, gut. Macht sie eigentlich, das habe ich jetzt nicht gehört, zwischen den beiden Wiederholungen dynamisch Unterschiede oder spielt sie das gleich? Ich spiele das gleich, oder? Ja, passt, da können wir es so machen, ja. Ja, super, genau, perfekt. Genau so machen wir es. Gut.